Natürliche Zutaten und das weiche Müllviertler Granitwasser machen das Neufeldner Biobier zu was ganz Besonderem. Ja, und nun braute Oberösterreichs erste Biobrauerei einen Weizenbock. Das ist wirklich was ganz Feines und wir waren beim Anstich mit dabei. Und das ist irrsinnig süffig, geht rein wie Öl. Die Rede ist vom Weizenbock. Die Neufeldner Biobrauerei startete vor kurzem neu durch und ging mit zwei Biersorten, dem Hopferl und dem Zwickel, auf den Markt. Ja, seit der Eröffnung waren wir relativ kurzfristig ausverkauft, sind schwer am Arbeiten, dass wir die Lieferfähigkeit erhalten. Und die Resonanzen aus der Bevölkerung und speziell von den Biertrinkern natürlich sind hervorragend, freut uns extrem. Passend zur Weihnachtszeit kam nun die Idee, Mühlviertels ersten Weizenbock zu brauen. Ja, das ist für mich ein neues Baby, eine neue Kreation. Erstmalig, dass ich ein Weizenbier gemacht habe oder einen Weizenbock überhaupt. Ja. Und zum Vorteil muss ich sagen, ist es, dass wir die Bio-Rohstoffe haben, hochqualitative Rohstoffe. Und die offene Gärung ist natürlich auch ein wesentlicher Vorteil. Da werden die Biere milder, bekömmlicher. Und insgesamt gesehen, glaube ich, ist es ein rundes Produkt geworden. Den Anstich übernahm Landesrat Rudi Anschober. Und nach ein paar Schlägen und ohne gröbere Bierfontänen bekam Ulrike Schwarz ein volles Glas Schaum. Doch nach dem Schaum kommt bekanntlich Bier und die schmeckt so. Als erster Schluck haben wir gedacht, aha, eigenartig, aber wenn man das Weizenbier trinkt, ist das ganz, ganz super, weil das Weizige, also das ein bisschen herbe und hefige eigentlich rauskommt. Aber ich weiß nicht, wie es mir geht, wenn ich zwei Bier trinke, weil ich glaube, mit der Stammwürze und mit dem Volumensprozent ist das nicht ein ganz ungefährliches Getränk. Landesrat Rudi Anschober verriet uns, dass er normalerweise kein Weizenbiertrinker ist, doch dieses Bier schmeckt ihm besonders gut. Doch ebenfalls lag ihm das Anliegen der Biobrauerei am Herzen. Sie möchten möglichst energieautark werden und auf erneuerbare Energie umsteigen. Jeder Betrieb, jeder Mensch, jede Gemeinde kann einen Beitrag liefern. Und wenn der Betrieb die Brauerei hier ernst macht mit dem, was sie sich vorgenommen haben und Energie einsparen wollen, das hilft ja auch der Betriebssituation. Weniger Energieverbrauch heißt weniger Kosten und weniger Emissionen. Da passt das ja wunderbar zusammen. Dann ist das in unserem ganz großen Puzzle, das wir machen, dem großen Mosaik Energiewende, ein Baustein. Ein Baustein, der im Gesamten viel dazu beitragen wird. Das Biobier der Neufeldner Biobrauerei gibt es in allen Lagerhäusern des Bezirkes Rohrbach und Urfa-Umgebung, in ausgewählten Sparmärkten, Gasthäusern und renommierten Hotels, wie zum Beispiel im Aviva. Wir waren beim Bieranstich dabei und zeigen Ihnen abschließend zünftige Bilder von der Aviva-Alm.